Herzlich willkommen zu Tore ins Licht. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Herzlich willkommen zu Tore ins Licht. Und wir haben heute die zweite Ausgabe und wir haben heute wieder einen Gast. Und darauf freue ich mich schon den ganzen Tag. Heute habe ich die Melanie Missing bei mir, ein Medium der geistigen Welt, ein Einhornmedium. Hallo Melanie, schön, dass du da bist. Hallo, hallo Robby, hallo alle zusammen. Danke für die Einladung und danke, dass ich da sein darf. Ja, gern. Ich danke. Ich danke, dass du gekommen bist. Als erstes kurz in die Runde. Den Chat habe ich zwar ausgeschalten, ich schalte ihn dann später nochmal ein. Wir sind nämlich heute sehr, sehr, sehr viele Leute. Könnt ihr uns gut hören und sehen soweit? Dann werden wir in das Seminar starten. Vielen Dank für das Feedback. Wunderbar. Ja, Melanie ist heute bei uns. Melanie ist ein Einhornmedium. Also vielleicht hast du schon mal von Einhörnern gehört. Wenn nicht, dann wirst du heute aufgeklärt über die Einhörner. Melanie ist Spezialistin für die Einhörner. Es gibt ja einige, die sich mit Einhörnern beschäftigen. Aber meines Erachtens, so wie ich weiß, ist Melanie die einzige in Deutschland, die sich auf Einhörner und wirklich nur auf die Einhörner spezialisiert hat. Die Einhörner spielen eine ganz, ganz wichtige Rolle beim Aufstiegsprozess. Darüber werden wir heute noch sprechen. Ja, ich frage mal die Melanie einfach, wie sie überhaupt zu den Einhörnern gekommen ist oder wie die Einhörner sie gefunden haben. Wie war es denn bei dir? Wie Ja. kommst du denn zu so einem spannenden Thema? Ja, es ist eigentlich wirklich so, die Einhörner haben mich gefunden. Aber vor den Einhörnern waren die Engel in meinem Leben. Ich erzähle euch das gerne mal, wie das alles angefangen hat. Also ich habe mit Anfang 20 so den ersten tief traurigen Moment in meinem Leben gehabt. Ich habe sehr früh geheiratet und es war schnell klar, der Weg der Partnerschaft, der Ehe geht nicht mehr weiter und es hat einfach alles nicht gestimmt und ich wusste, ich bin nicht auf meinem richtigen Weg und ich war so unendlich traurig. Ich kann mich so genau an diesen Moment erinnern. Ich saß auf dem Fußboden und habe geweint und geschluchzt und habe in meiner Verzweiflung damals zum ersten Mal ja Gott angerufen und ihn eigentlich auch angeschrien und habe gesagt, warum passiert das alles? Ich kann mich noch genau an diesen Moment erinnern. Ich war so wütend und so traurig und dann habe ich so gesagt, ich war doch immer lieb. Und in diesem Moment dieser tiefen Traurigkeit kam auf einmal eine Energie, eine Liebe auf mich zu, die mich eingehüllt hat, berührt hat und das waren die Engel damals. Und es war eigentlich heute im Nachklang gesehen einer der schönsten Momente meines Lebens, weil ich die Engel wieder entdeckt habe, wie sie mich berührt haben. Das war einer der allerschönsten Momente überhaupt. Und ich kann das eigentlich nur in einem Satz sagen. Wenn dich einmal der Himmel berührt hat, dann gibt es kein Zurück mehr. Und das ist mir damals in diesem Moment passiert, wie euch allen wahrscheinlich irgendwann irgendwie in irgendeiner Lebenssituation. Ja, und dann war diese Berührung da. Und euch geht es sicher auch so. Mich haben so ein paar Bücher durch meinen Weg am Anfang auch begleitet und geprägt. Und nach diesem tiefen Erlebnis bin ich am nächsten Tag in den Laden meiner Mutter. Die hatte damals einen Bärbel-Drechsel-Shop. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Das ist eine Heilpraktikerin, die angefangen hat, irgendwann über einen Shoppingsender zu verkaufen. Und meine Mutter hatte halt so einen Laden und dort gab es Zimmerbrunnen, Salzlampen, Nahrungsergänzungsmittel und sowas. Ja, und ich war im Laden meiner Mutter und auf einmal kommt eine Stammkundin von ihr rein und sagt, Melanie, wie gut, dass du heute da bist. Ich weiß nicht warum, aber ich habe das Gefühl, ich muss dir dieses Buch schenken. Und sie legte mir von der Diana Cooper den Engelratgeber auf den Tresen. Und ich habe mich so gefreut, in diesem Moment dieses Engelbuch in der Hand zu halten nach diesem tiefen Erlebnis. Und dann bin ich damit nach Hause und habe begonnen zu lesen. Ich habe dieses Buch verschlungen und alles, was ich dort gelesen habe, ist augenblicklich passiert. Ob die Engel die Aura berührt haben oder, ich konnte alles sofort spüren. Und es war ja wie eine Einweihung für mich in die Engelenergie. Und es war so prägend und so schön, dass ich ab dann beschlossen habe, ja, mein Leben mit den Engeln natürlich zu verbringen.
Und so gingen dann viele, viele Jahre ins Land und sie haben mich wirklich immer begleitet. Ich habe natürlich auch Ausbildungen gemacht und habe andere Frauen und Männer kennengelernt, die genauso wie ich die Engel lieben und so denken. Ich bin zu Meditationsgruppen gegangen. Ja, und das Leben ging halt viele Jahre so weiter im Bewusstsein mit den Engeln. Und ich hatte eigentlich Scheuklappen auf. Ich wusste natürlich, es gibt noch andere Lichtwesen, Meisterinnen und Meister, aber für mich waren nur Engel interessant. Ja, und dann bin ich in eine Lebenssituation gekommen, dass ich durch die Engel geführt einen wundervollen Job bekommen habe, da auch mich wirklich hocharbeiten durfte und eine leitende Position in einem großen Unternehmen hatte, die geleitet habe mit 30 Mitarbeitern, Vertrieb, Innen- und Außendienst. Und ich dachte damals, ich bin in diesem Unternehmen angekommen. Dort, mein Chef war total spirituell. Wir haben manchmal nur über Engel gesprochen. Es war eine unglaublich tolle Zeit. Und ich habe gedacht, ich kann das Wirtschaftliche so mit meinem spirituellen Glauben verbinden und war glücklich. Ja, und irgendwann entwickelte sich in diesem Unternehmen alles, was so leicht ging, eine Machtstruktur. Das Unternehmen wollte immer mehr Geld. Und das, was so frei fließend ging, wurde immer mehr Druck. Und dieser Druck, den sollte ich an die Mitarbeiter weitergeben. Und ich hatte schon morgens immer Bauchschmerzen, um an die Arbeit zu gehen und habe gedacht, du liebe Güte, wie kriegst du diesen Tag wieder rum? Und irgendwann eskalierte das in der Firma und mein Chef schrie mich in einem Meeting an und sagte, Melanie, du musst die Schafe schlachten. Habe ich gesagt, bitte, was soll ich tun? Du musst vor allem Exempel an Menschen statuieren. Und da habe ich tief Luft geholt und habe gesagt, nein, bis hierhin und nicht weiter. In mir ist Licht und Liebe, nur das will und werde ich leben. Und in diesem Moment habe ich meinen wirklich super Job gekündigt und bin heulend nach Hause. Ja, mein jetziger Mann war damals nicht wirklich begeistert von meiner Entscheidung. Wir hatten gerade gemeinsam ein Haus gekauft und unser gemeinsames Leben war darauf ausgerichtet. Und eigentlich kann ich euch nicht sagen, woher dieses tiefe Vertrauen kam, aber ich wusste, alles wird gut werden. Ich konnte es nicht benennen, aber es war da, dieses tiefe Vertrauen, dieses Gefühl der Liebe. Und ich habe gedacht, es wird weitergehen. Irgendwie werde ich das schaffen. Und ich bin jeden Morgen in den Garten gegangen und habe gebetet. Habe mich unter einen schönen großen Apfelbaum gesetzt und habe zu Gott gebetet und habe gesagt, bitte, bitte, lieber Gott, hilf mir. Kein Büro mehr. Bitte, bitte, kein Büro mehr. Und irgendwann, nach ein paar Tagen, bin ich auf die Idee gekommen. Der Ton ist ausgefallen. Hörst du mich noch, Robbie? Ich höre dich, ja. Alles gut, Alles prima. gut. Ja, nach Ja. ein paar Tagen bin ich dann auf die Idee gekommen, ich sage dem lieben Gott, was ich wirklich möchte. Und dann habe ich zu ihm gesagt, du, sei du doch mein Arbeitgeber. Das wäre eigentlich das Allerschönste, was ich mir vorstellen könnte. Wir beide. Ein Tag später war der 9.9.2009. Man muss dazu sagen, Einhörner sind sehr humorvolle Lichtwesen auch und sie haben wirklich immer besondere Dinge, die auf meinem Weg passiert sind, auch an besonderen Daten geschehen lassen. Ja, und dann war der Moment so, dass ich am Morgen in den Garten ging, mich an den Baum setzte. Ich habe eine Irish Setter Hündin, die Jessie. Und auf einmal merkte ich, wie unruhig sie wurde. Sie rannte durch den Garten und bellte in die Luft. Das war ganz unglaublich. Und dann habe ich gesagt, was hast du denn nur? Beruhig dich doch. Ich muss dazu sagen, bis zu dem Zeitpunkt waren Einhörner für mich wirklich kein Thema in meinem Leben. Ich war, wie gesagt, Engelfrau. Ich wusste wohl, dass es Einhörner gibt, aber ich hatte nie Kontakt zu Pferden oder dass Einhörner in meiner Kindheit eine Rolle gespielt hätten. Das war auf keinen Fall so. Ja, und dann saß ich da in diesem Moment. Der Hund war so unruhig und dann merkte ich, wie eine unglaubliche Energiewelle auf mich zukam. Die kam und nahm mich mit und ich habe meine Augen geschlossen und im nächsten Moment war ich wie in Trance und alles wurde golden vor meinen Augen. Und aus diesem goldenen Licht wurde eine riesengroße goldene Spirale. Ja, und dann kamen hunderte von Einhörnern auf mich zugelaufen aus diesem goldenen Licht und es war wirklich eine der magischsten Momente, die ich je erlebt habe, ja, berührt zu sein, umgeben zu sein von dieser wundervollen Energie der Liebe, dieser Anmut, diese Schönheit der Einhörner so deutlich wahrzunehmen. Ich war so berührt. Ich kann das nur versuchen, in Emotionen euch rüberzubringen, wie wunderschön dieses Erlebnis war.
Ja, und dann haben sie telepathisch mit mir kommuniziert in diesem Moment und haben mich begrüßt zu diesem Tag, zu unserer Verabredung und zu meiner Lebensaufgabe. Sie haben gesagt, mach dir keine Gedanken, wir sind immer bei dir an deiner Seite. Ja, und in diesem Moment haben sie wirklich begonnen, mich zu führen und zu leiten. Das war unglaublich, wie einfach das auch ging in diesem Moment, ja. Also am Anfang war das so in der Kommunikation nach diesem ersten Tag der Begegnung. Zum einen haben sie gesagt, dass ich mit dem goldenen Licht, mit der goldenen Spirale, das Lichttor der Einhornherde der Weißen Bruderschaft geöffnet hat. Das ist die Einhornherde an meiner Seite. Jede Einhornherde hat ein herdenältestes Wesen. Und das Wesen dieser Einhornherde heißt Sirius. Und alles, was ich über Einhörner weiß oder was ich in meinen Büchern und Kartendecks oder Meditationen je aufgeschrieben habe, habe ich alles durch seinen Kanal empfangen. Er ist mein Mittler zwischen den Welten. Ja, und als erstes haben sie gesagt, geh an den Fluss und hole Steine. Da habe ich gedacht, was? Also ich wohne hier in Kassel, direkt am Fluss. Wenn ich über die Straße gehe, bin ich an der Fulda. Und da gibt es so einen leichten Steinstrand. Und da sollte ich hingehen und Steine holen. Da habe ich gedacht, naja gut, vielleicht sollst du die aufschwingen oder so. Da bin ich losgegangen und habe die Steine geholt und habe die alle auf den Tisch gelegt. Und dann habe ich so in dieser inneren Kommunikation gefragt, ja, was soll ich jetzt damit tun? Und sie haben gesagt, male uns. Habe ich gedacht, okay, malen. Ich male gerne, aber nicht so, dass das so wunderschön ist, wie die Illustratorinnen das von den Büchern oder Kartendecks machen. Ja, und dann habe ich meine Malsachen rausgeholt und war erstaunt, dass ich wirklich sofort unglaublich schöne Einhörner auf Steine malen konnte. So habe ich damals die Herde kennengelernt. Sie haben sich mir gezeigt und ich habe sie gemalt. Und nach einer Zeit hatte ich so ein ganzes Körbchen voller Steine. Und dann bin ich zum ersten Mal so zu meinem Frauenengelkreis und habe gesagt, ihr Lieben, ich muss euch mal erzählen, die Einhörner sind an meiner Seite und ich habe die hier auf Steine gemalt. Und alle haben sofort diese Steine geliebt. Das war unglaublich. Jeder wollte einen Einhornstein haben. Ich weiß auch nicht, das hat sich so schnell rumgesprochen. Ich bekam riesig viele Aufträge, um Einhornsteine zu malen. Und ich habe gemalt, gemalt, gemalt. Und war eigentlich nach mehreren Wochen ganz erschöpft vom Einhornsteine malen und habe dann so das Zwiegespräch gesucht und habe gesagt, ja, ihr lieben Einhörner, ich mache ja alles gerne für euch, aber soll ich denn jetzt immer Steine malen? Und dann haben sie gesagt, nein, wir haben ja nur darauf gewartet, dass du bereit bist, den nächsten Schritt zu gehen. Ja, und dann haben sie mich in diesem Moment ge darum gebeten, eine Praxis zu eröffnen für energetische Einhornheilung. Im ersten Moment war ich davon ehrlich gesagt nicht wirklich begeistert, weil ich habe gedacht, Praxis eröffnen, das war eigentlich nie das, was ich mir vorgestellt habe. Und dann habe ich so in mich reingehört und habe gedacht, ach, ich habe gar keine Räume und wie soll das denn gehen? Und habe den Einhörnern so ein bisschen was vorgejammert auch, ja. Und sie sagten, vertraue uns, wir führen alles. Eine Stunde später klingelte mein Telefon und eine Dame war dran und hat gesagt, ich habe gehört, Sie sind mit Einhörnern verbunden. Kann ich zu Ihnen zu einer Behandlung kommen? Und dann habe ich gelacht und habe gesagt, wenn es Ihnen nichts ausmacht, dass wir bei mir quasi im Wohnraum in der Küche arbeiten, können Sie gerne kommen. Ich habe nämlich keine Praxis. Und dann hat sie gelacht und hat gesagt, es ist mir ganz egal, ich komme. Ja, dann habe ich mir bei einer Freundin eine Liege geborgt und die Dame kam zur Behandlung. Und ich habe schnell verstanden, was die Einhörner mir mitteilen wollten, denn sie haben mir in diesen besonderen Momenten der engen Verbundenheit gezeigt, wie sie uns berühren, wo sie uns berühren. Und es war eine ganz, ganz intensive, tolle Zeit. Und auch da, das gehört eigentlich für mich zu den Wundern meines Lebens. Die Praxis war ab dem Moment, wo ich gesagt habe, ich bin bereit, immer 3 Wochen im Voraus ausgebucht. Die Leute kamen aus anderen Städten. Ich weiß nicht, wie das funktioniert hat in dem Moment. Es war einfach so. Ja, und so ging das eine ganze Zeit weiter, ein gutes halbes Jahr, bis ich so alles tief verstanden hatte, wie die Einhörner mit uns arbeiten. Und dann war der Moment da, dass ich eine nächtliche Erscheinung hatte, Frühjahr 2011. Ich bin schon immer eng mit Erzengel Michael verbunden. Und ich weiß nicht, wie euch das geht. Ich habe mir schon oft Gedanken darüber gemacht, bevor ich diese Erscheinung hatte, kann man einen Engel Auge in Auge sehen?
Ich habe Engel gefühlt, ich habe Lichtblitze gesehen, ich habe sie in Meditationen wahrgenommen, aber ich hatte nie diesen Moment Auge in Auge. Und dann bin ich wach geworden und plötzlich war ich eingetaucht im blauen Licht und ich habe in die Augen von Erzengel Michael geschaut. Und im nächsten Moment habe ich die Einhörner an seiner Seite, an meiner Seite wahrgenommen. Und sie haben gesagt in diesem Moment, wir geben dir nun die Energien und die Rezepturen für die Einhornessenzen auf die Erde. Dann haben sie meine Hände genommen und haben wie weiße Lichtbälle in meine Hände hineingelegt. Und es war, als hätte ich in dieser Nacht zwei weitere Herzen bekommen. Ja, so hat sich das angefühlt. Und sie haben gesagt, das ist das Licht, was du benötigst, um den Lichtkanal für die Einhornessenzen zu halten. Dann habe ich, nachdem ich das Licht bekommen habe, alle Rezepturen en Detail aufgeschrieben. Also ich habe mir niemals Gedanken gemacht vorher, wie stellt man Essenzen her oder ist das irgendwas, was ich mal machen möchte. Ich war ja eigentlich dann schon glücklich mit meinem Praxisalltag, den ich gelebt habe, ja. Ja, und dann hatte ich das alles aufgeschrieben, die ganzen Rezepturen und Erzengel Michael sagte, wir melden uns wieder bei dir. Das war Freitagnacht. Montagmorgen wurde ich wach mit der Stimme von Erzengel Michael in meinem Ohr und er sagte ganz eindringlich: Rufe bei Bergesoterik an und erzähle davon. Okay. Dann habe ich gesagt: Okay, soll ich sagen, ich bin die Melanie und ich habe hier einen Block mit handschriftlichen Rezepturen für Einhornessenzen? Und diese Stimme, dieser Drang danach, das wurde immer stärker. In meinem menschlichen Sein war mir das echt peinlich in diesem Moment, ne? Dort anzurufen und das einfach so zu sagen. Ja, und dann habe ich mit mir selber ausgemacht, ich rufe dort jetzt an, da wird eine Dame vom Büro dran sein und die wird mir sagen, dass die Inhaberin nicht da ist. Ja, und dann habe ich das so mit mir vereinbart und habe die Nummer gewählt und es klingelte zweimal und es war Frau Berg dran. Dann habe ich gedacht, du liebe Güte, was machst du denn jetzt? Und ich habe erst mal nur rumgestammelt und habe versucht, ihr zu erklären, was mir Unglaubliches passiert ist. Ja, und dann habe ich gesagt, ich habe die Rezepturen für die Einhornessenzen. Und auf einmal wurde sie ganz ruhig und sagte, Frau Missing, das ist großartig. Darf ich das in mein Sortiment aufnehmen? Dann habe ich gesagt, ja, natürlich gerne. Und sie sagt, prima. Nächste Woche Dienstag habe ich Zeit. Kommen Sie zu mir an den Bodensee. Ja, habe ich gesagt, gut, ich Sehr komme. spannend, sehr Und eine spannend. Woche. Ja, wunderbar. Wunderbar. Ich wollte, bitte. Ja, eine Woche später saß ich dann am Bodensee bei Bergesoterik und wir haben alles besprochen und wiederum eine Woche später fuhren bei uns zu Hause hier vor der Haustür die LKWs vor. Eigentlich war das wie in einem Film, ja. Die brachten palettenweise Glas, violettes Glas, ja, Wasser, Alkohol in Fässern, ätherische Öle und bedruckte Etiketten. Also ich hätte damals wirklich nicht auch das Geld dafür gehabt, so eine Energie oder so ein Produkt quasi so auf den Markt auch zu bringen. Und das hat wirklich diese Frau für mich getan. Und dann sind die Essenzen erschienen am 10.10.2010, nach der Begegnung, nach der ersten am 9.9.2009. Ja, und so sind die Energien Interessant. dann in die Welt gegangen. Aber es ist noch was ganz Spannendes passiert dabei. Das muss ich nur noch ganz kurz mit erzählen. Die Essenzen kamen damals bei Bergesoterik auf den Markt und das war eine ganz super Sache für mich auch. Ja, ich war so neu in allem. Und die Frau Berg, die hat das alles so schön organisiert und gemacht. Ich brauchte mich kaum um was im Außen kümmern. Und die Einhörner hatten immer mehr Visionen und Pläne, die sie mir durchgegeben haben. Und ich merkte, es wird immer wichtiger, auch darüber zu sprechen. Und dann haben sie mir gesagt, so, sag dort Bescheid. Und ich habe angerufen bei Bergesoterik und darüber gesprochen. Und Frau Berg sagte damals, du kannst nicht damit in die Welt gehen. Ich bin Großhändlerin. Das Einzigste, was ich tun kann, ist Produkte an Wiederverkäufer weiterzugeben, nicht mehr und nicht weniger. Damals war ich ganz geschockt, weil bis dato alles so leicht und so einfach ging und auf einmal kam ich da an diesen großen Widerstand und ich habe gesagt, Frau Berg, das ist so wichtig, dass die Einhörner in die Welt gehen können, dass ich darüber sprechen darf. Und sie wurde ganz ruhig und sagte, Melanie, nimm die Einhörner, nimm die Essenzen und gehe deinen Weg. Ich lege sie in deinen Schoß zurück.
Das hat sie wirklich gemacht. Und ich habe dann meine eigene Firma gegründet, den Garten Eden, im Frühjahr 2011. Ja, und bin wirklich damals mit einem ganz mulmigen Gefühl meinen eigenen Weg losgegangen. Mit so einem großen Partner im Rücken ist es ja einfach loszugehen, aber alleine sieht die Welt dann noch mal anders aus. Aber sie haben mich wirklich so wundervoll geführt und begleitet und ja, ich bin so unendlich dankbar dafür, dass die Frau Berg quasi die Hebamme war, die sie geboren hat und dann in meinen Schoß gelegt hat. Und dann bin ich losgezogen in die Welt und habe begonnen mit meinen Seminaren, Büchern. Es hat sich wirklich alles gefügt. Ich habe wirklich nur Führung und Fügung erlebt ab dem Moment, wo ich ja gesagt habe. Ja, Ja. spannend, spannend. Ja, danke für diesen ausführlichen Einblick. Ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant, wie sich alles gefügt hat. Auch schon ein wenig dieses Zusammenspiel, worüber ich nämlich auch gern mit dir sprechen möchte. Dieses Zusammenspiel von Engel und Einhorn. Ja, Engel Ja. und Einhorn. Ich glaube, viele kennen Engel, wenige kennen Einhörner. Wo siehst du so die Unterschiede? Beides sind ja Wesen der geistigen Welt. Gibt es da Unterschiede zwischen den beiden? Jetzt mal nicht nur von der Form her, ist klar, der eine sieht da, machen wir eher eine menschliche Gestalt, verbinden wir, bei dem anderen eher eben, wie du hier siehst, in Pferdegestalt. Wo liegen da die Unterschiede, wenn ich mit diesen zusammenarbeite? Also, das war auch natürlich eine der ersten Fragen an mich, die ich hatte, an die geistige Welt, an die Engel, an die Einhörner, weil ich ja so tief verbunden war mit den Engeln. Erstmal der Moment, muss ich mich jetzt entscheiden zwischen Engeln und Einhörnern? Und wo kommt ihr jetzt her und wie wirkt ihr zusammen? Das war so die erste Frage, die ich mit hatte. Und sie haben es mir wie folgt erklärt. Sie haben gesagt, wir Engel sind immer an eurer Seite. Wenn ihr uns ruft, sind wir bei euch. Wir können miteinander kommunizieren, indem wir unsere Schwingungsfrequenz zu den Engeln erhöhen. Das tun wir schon in dem Moment, wo wir das Wort Engel nur denken. Das reicht schon, um unsere Schwingungsfrequenz zu ihnen zu erhöhen, uns auszurichten. Die Engel sagen, sie kommen, umfangen uns mit ihren großen Lichtschwingen und berühren uns somit meistens auf der Herz- und auf der Emotionalebene. Engel sind Lichtwesen der siebten Dimension. Und Einhörner kommen genauso wie die Engel aus dieser Ebene der siebten Dimension. Sie haben uns nur im Gegensatz zu den Engeln ein ganz, ganz großes Geschenk auch gemacht. Sie sind nämlich auf die Ebene der fünften Dimension zu uns an unsere Seite gekommen. Das heißt, sie schenken uns Seelenführung und Begleitung bei jedem unserer Schritte. Wenn wir uns vorstellen, wir sind gerade im Übergang von der vierten in die fünfte Dimension, dann haben wir die Möglichkeit, die Einhörner wirklich ganz nah auf der Ebene der fünften Dimension zu erfahren und deswegen auch ihre Begleitung und Führung so deutlich zu spüren. Und sie haben damals zu mir gesagt, wir berühren die Tiefe eurer Seele. Das, was ihr so lange getragen habt, das, was euch beschwert, helfen wir euch auf liebevolle Art und Weise anschauen zu können, loslassen zu können. Durch dieses Loslassen, Bearbeiten dieser tiefen Seelenthemen werden wir leichter und können uns schneller in der Feinstofflichkeit auch entwickeln. Ja? Sie haben noch weiter gesagt, das war so ein wunderschöner Satz. Sie haben zu mir gesagt, wir sind wie Krankenschwestern. Wir bleiben so lange bei euch, bis das jeweilige Thema, der Moment wirklich aufgelöst ist, in Heilung gegangen ist. Und so gibt es, wie bei den Erzengeln auch, verschiedenste Einhörner, die zu den jeweiligen Themen zu uns, an unsere Seite, uns zur Hilfe kommen. Und genauso wie es Schutzengel gibt, gibt es auch persönliche Einhörner, die immer an unserer Seite sind. Und so kann man einfach sagen, die Engel berühren meistens die Herz-, die Emotionalebene, umhüllen uns schützend, tröstend und begleitend. Und die Einhörner unterstützen uns auf der Seelenebene und somit auf unserem Seelenweg, auf dem Seelenplan, im Seelenaufstieg. Interessant.
Ja, über den Aufstieg werden wir gleich noch ein wenig sprechen. Was mich da jetzt noch interessiert, bei den Einhörnern, ja, gibt es ja auch Pegasus oder das Pegasus. Ich weiß nicht, gehört das mit zu den Einhörnern oder wie ist da die Unterscheidung? Ja, das erkläre Weißt ich gerne. ja. Also die Pegasus-Einhörner sind quasi eine eigene Energie. Sie sind ganz eigenständig, weil sie sind die geflügelten Einhörner. Hier gibt es, wie man hier so schön auf dem Bild auch sehen kann, den Unterschied. Hier haben die Einhörner, die Pegasus-Einhörner, kein Lichthorn. Aber vielleicht habt ihr schon mal verschiedenste Illustrationen oder Bilder gesehen oder das selbst erlebt in der Meditation, dass euch ein Pegasus-Einhorn begegnet ist mit Lichthorn. Und der Unterschied liegt dabei, dass die Pegasus-Einhörner, die sich mit Lichthorn zeigen, uns bei Seelenthemen berühren und unterstützen. Und wenn sie sich ohne Lichthorn zeigen, sie über ihr Lichtherz, über die Emotionalebene, über alle Gefühls- und Herzensthemen mit uns kommunizieren, ja, und ihre Energie senden. Ein großer Unterschied für mich in der Energie mit den Pegasus-Einhörnern ist der, wenn ein Pegasus-Einhorn den Raum betritt, ist er erfüllt von einem Pegasus-Einhorn. Wenn diese Energie, diese Kraft, wenn sie ihre Lichtschwingen ausbreiten, das ist so eine majestätische Energie auch in diesem Moment. Und sie zeigen sich ganz, ganz häufig mit auch so Greifvogellauten. Vielleicht habt ihr das schon mal erlebt in der Meditation, dass ihr wirklich so ein Laut gehört habt und den nicht zuordnen konntet. Oder auch wenn man in der Meditation im Wald ist und diesen Greifvogellaut irgendwo hört, kann das die Anwesenheit eines Pegasus-Einhorns sein, ja? Wo der Unterschied halt wirklich darauf ankommt, zeigt es sich mit Lichthorn oder ohne? So könnt ihr das unterscheiden, dass ihr wisst, aha, hier geht es jetzt wirklich um Herzensthemen oder um Seelenthemen. Interessant, interessant. Wie unterscheidest du da Herz- und Seelenthemen? Meinst du da, dass das beim Herzen klar um die Entwicklung und Entfaltung der Liebe ist und Seele eher was Karmisches? Oder Ich was glaube, verstehst du jetzt unter diesen die seelischen Themen? Berührung, der Seele, da geht es wirklich immer auch um diese Aufstiegsthemen, wo wir jetzt gleich zu kommen, wo ich gleich über die Seele auch erzähle. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt der Aufstiegsenergie, die uns Okay. begleitet dann. Okay. Im Grunde genommen sind die Pegasus, gehören sie zur Einhornfamilie, wenn ich das richtig verstanden habe. Oder sind die vielleicht aufgrund ihrer Flügel auch Mittler zwischen Einhörnern und Engeln? Das würde ich jetzt vielleicht nicht so sagen, weil die sind in enger Okay. Verbindung miteinander. Sie sind wirklich eine eigene Energieform nochmal. Also mir Okay. zeigt sich ein Einhorn, sag ich mal, in einer optischen Gestalt. Wenn wir jetzt nur mal von der Optik ausgehen, wie, ich sag mal, in der Größe wie ein Zebra und in der Form so zart wie eine Antilope. Und wenn sich ein Pegasus-Einhorn zu uns begibt, wirklich, dann ist es in Größe und Präsenz, dass der Raum komplett von einem Pegasus-Einhorn erfüllt ist. Okay, Also es ist nochmal eine okay, höhere Größe und Dimension, ja. Und sie kommen auch okay. alleine. Einhörner kommen ja, so wie ich es wahrnehme, zum größten Teil immer in Herden oder in kleineren Familien auch zu uns. Einhörner sind immer Herdenwesen und die Pegasus-Einhörner, die gehen wirklich auch alleine ihren Weg mit uns. Und die Einhörner, die waren ja schon mal zu Erd. Zeiten, so wie ich das mal mitbekommen habe, schon mal stärker mit der Menschheit verbunden oder nicht? Doch, ja? Doch, ja, zu Atlantis- und Lemurienzeiten waren wir alle Okay. ganz, ganz eng mit den Einhörnern verbunden. Und es war ganz normal, Einhörner als liebevolle Berater und Freunde an unserer Seite zu haben. Die Weisheit und die Ehrlichkeit des Einhorns als Berater wurde schon immer sehr, sehr geschätzt. Und natürlich diese unendliche Güte und Liebe und Reinheit des Herzens. Ja, so war das zu vielen Epochen der Zeit.
immer ein Thema und Einhörner sind sowieso in jeder Zeit immer ein Thema gewesen. Sie sind ja dann auch als Fabelenergie sozusagen in die Fabelecke gedrängt worden. Hat für mich eigentlich die Erklärung oder auch die Erkennung, immer wenn ich ein Einhorn sehe mit so einem Ziegenbärtchen, ja, das ist für mich ein Fabelwesen, also so wie es die Menschheit als Fabeltier gezeigt hat. Für mich sind lichte Einhörner immer ohne so ein Bärtchen. Das sind für mich die Lichtwesen. Und die Fabelenergie ist deswegen auf die Erde auch gekommen, weil die Einhörner eigentlich gar nicht vorhatten, wieder so intensiv zurückzukehren, ja, in diese Zeit auf die Welt. Das ist nur möglich geworden, weil wirklich dieser Aufstiegsprozess begonnen hat und die große Liebe der Einhörner, ja, den Auftrag auch bekommen hat, wieder zurück zur Erde zu kommen und uns auf unserem Seelenweg und bei unserem Aufstieg zu begleiten. Ja, da sprichst du ja was ganz Wichtiges an. Und so wie ich es auch gerade eben verstanden habe, sind die Einhörner immer dann auf Erden, wenn eben die Menschheit oder die Wesen auf der Erde eben sich um eine Art Aufstieg irgendwo bemühen. Ja, Lemurien, Atlantis waren ja auch Zeiten, wo hohe Energien zur Erde gekommen sind. Jetzt seit ein paar Jahren, seit ein paar Jahrzehnten strömen ja wieder hohe Energien zur Erde und die Erde, die Menschheit steht in einem Aufstiegsprozess. Was ist denn die Rolle der Einhörner in diesem Prozess? Wie unterstützen sie uns dabei? Da möchte ich gerne ein klein bisschen ausholen und erstmal die Ja, gern. Dimensionen auch erklären, ja. Und dann auch zu diesem Bild, was wir hier sagen. Das ist ein ganz tiefes Erlebnis, was ich gehabt habe. Da möchte ich euch gerne von erzählen. Also, es gab für mich im Jahr 2014 einen Moment, wo ich am Schreibtisch saß. Ich war gerade am Schreiben von meinem goldenen Buch der Einhörner und ich war so zerrissen zwischen den Ebenen. Ihr kennt das bestimmt alle selber. Wir haben alle einen Alltag, ob das der Haushalt ist, die Arbeit, wo alle hingehen, ja. Und man switcht ständig zwischen den Ebenen hin und her. Und ich hatte da diesen Moment, dass ich Abgabe hatte beim Verlag und so viele andere Dinge in meinem Leben gerade präsent waren. Und ich saß da und ich war leer im Kopf und habe gedacht, puh, wie sollst du jetzt diese Ebenen meistern können, ja, dass das alles funktioniert und dass du ganz klar in deiner Anbindung bleiben kannst. Und dann habe ich die Einhörner gerufen und habe gesagt, ihr Lieben, wie kann das gehen, dass es für uns alle leichter geht, ja? Dieses ständige Hin und Her, dieser Übergang, vierte, fünfte Ebene, manchmal sogar noch die dritte Dimension. Und dann haben sie mir in dem Moment was ganz Besonderes gesagt, was ich für mich als eine der wichtigsten Informationen empfunden habe. Sie haben gesagt, rufe die Energie der fünften Dimension an. Rufe sie an und bitte sie, dort zu sein, wo du bist. Bitte sie, den Raum zu erfüllen und dich mit ihr einzuhüllen. Das habe ich in diesem Moment gemacht. Und ihr könnt es gerne auch zu Hause selber, auch jetzt in dem Moment ausprobieren. Ruft einfach mal die Energie der fünften Dimension an und bittet sie, jetzt für euch präsent zu sein. Und ich war sofort eingehüllt und getragen und ja, angehoben in der Energie und es war mir überhaupt kein Moment der Schwierigkeit mehr, jetzt da wirklich in den Kanal zu gehen und mein Buch weiterzuschreiben. Und da habe ich gedacht, so einfach ist das? Das ist ja toll. Und dann habe ich weiter nachgefragt und habe gesagt, ja, was sind denn jetzt die Dimensionen und wie können wir das verstehen? Und sie haben es mir wie folgt erklärt. Sie haben gesagt, die Dimensionen entspringen der göttlichen Geometrie. Und die erste Dimension ist der Punkt, die zweite Dimension ist der Strich, die dritte Dimension ist die Fläche, die vierte Dimension ist die Form und die fünfte Dimension ist schon die Aura, die Energie, die alles umgibt. Und wenn wir uns vorstellen, wir sind im Übergang von der vierten in die fünfte Dimension, dann ist wirklich schon in der fünften Dimension die Feinstofflichkeit, ja, und ganz klar für uns fühlbar und erlebbar. Und dann ist es auch nicht mehr so weit zur sechsten, siebten Dimension, wo die Einhörner und die Engel eigentlich zu Hause sind. Ja, und nach dieser Erfahrung mit der fünften Dimension hatte ich eine Woche später ein Seminar in Italien.
Dann war ich in Meran, da ist ein wunderschönes Wellnesshotel, die machen dort Lebensglücksseminare, da war ich schon ein paar Mal, ist ganz wunderschön dort. Und ich hatte mich jeden Tag mit der Energie der fünften Dimension verbunden. Und ich saß dort morgens vorm Seminar im Frühstücksraum und auf einmal bekam ich einen ganz hochfrequenten Ton in mein Ohr. Und da habe ich gedacht, huh, was ist das denn? Das kriege ich eigentlich nur in dem Moment, wenn irgendwelche Botschaften oder Informationen zu mir kommen. Und ich hörte eine Stimme, die sagte, Galaktische Föderation, können wir reden? Ich war total erschrocken in diesem Moment und habe gedacht, okay, Galaktische Föderation, das war wirklich eine ganz, ganz neue Ebene. Da hatte ich noch nie hingeblickt. Und ich habe dann so in dem Zwiegespräch gesagt, ihr Lieben, gerne, aber gerade bin ich hier im Hotel beim Frühstücks, ist gerade schlecht. Und dann haben sie gesagt, ja, sag, wenn du wenn du bereit bist. Ja, nach dem Seminar, ich bin wieder nach Hause gefahren und habe mir als Gedanken darüber gemacht, Galaktische Föderation. Und dann ist mir klar geworden, durch die Ebene der fünften Dimension habe ich mich erst geöffnet für alles, was dort oben so wirklich ist, ja. Und dann bin ich nach Hause und habe mich verbunden mit der Energie und habe gesagt, gut, Galaktische Föderation, ich bin bereit. Und dann habe ich was Unglaubliches erlebt. So wie ihr jetzt gerade in dem Bild seht, hier die Weltkugel war auf einmal dreidimensional vor mir. Ich war in einem tranceartigen Zustand und habe die Weltkugel gesehen, die Einhörner drumherum und die Planeten, die die Erde umgeben. Und es war der galaktische Meister Ashtasharan, der mir noch einmal den Aufstieg der Erde erklärt hat. Er hat gesagt, dass Lady Gaia, das planetare Wesen, uns ein ganz großes Geschenk gemacht hat, uns geistigen Wesen. Sie ist nämlich in die niederen Dimensionen abgestiegen, sodass wir geistige Wesen menschliche Erfahrungen machen können. Er sagte, es ist ganz wichtig, dass wir verstehen, dass wir keine Menschen sind, die ab und an mal geistige Erfahrungen machen, sondern wir sind alle geistige Wesen, die gerade eine menschliche Erfahrung machen auf diesem planetaren Wesen Lady Gaia, was sich dazu bereit erklärt hat, in die niederen Dimensionen abzusteigen. Hier seht ihr die Lichtbahnen. Er hat gesagt, Lady Gaia wird von allen anderen planetaren Wesen gehalten durch diese Lichtbahnen. Und nun passiert Folgendes. Wir sind im Aufstieg. Wir sind das erste Mal im Aufstieg mit dem Planeten. Also das muss man sich ganz bewusst machen. Das ist eine unglaubliche Situation, die wir gerade erleben. Wir geistige Wesen machen in einem menschlichen Körper einen planetaren Aufstieg. Und das hat zwei Dinge auch zur Folge. Also ich weiß nicht, wie euch das geht. Ich habe so viel Lichtarbeit gemacht, ja. Ich habe immer wirklich gedacht, ich brauche nur Lichtarbeit, um an meinem Aufstieg zu arbeiten. Aber ich habe wirklich immer wieder körperliche Probleme gehabt. Dann hat es mir hier wehgetan und da wehgetan. Und dann habe ich gedacht, das gibt's doch gar nicht. Du machst so viel Lichtarbeit, aber dennoch hast du immer wieder körperliche Schmerzen oder Symptome. Und Ashtasharan hat erklärt in diesem Moment, dass Körper, Geist und Seele ganz wichtig als Einheit sind und wir verstehen dürfen, dass wir diesen Aufstieg in unserem Körper machen. Das heißt, wir dürfen alle Ebenen beachten und mitnehmen. Ich bin dann damals, um diesen Moment für mich quasi zu bereinigen, zu einem Heilpraktiker gegangen, der mit einem Time-Waver arbeitet. Da gibt es viele wundervolle Methoden. Und der hat einfach mal meinen Körper gecheckt und hat mir gezeigt, ah, hier kannst du noch was tun und da, um den Körper in den Prozess mit anzuheben. Und seitdem klappt das alles ganz gut. Also da gibt es viele tolle Möglichkeiten. Wenn ihr irgendwie den Moment habt, da hingucken zu wollen, dann bittet einfach die Engel, die Einhörner, eure Geist- und Lichtführung, euch zu zeigen, wo da für euch der richtige Moment und Weg ist, was zu tun ist. Ja, und das Wichtige war einfach zu erfahren, zum einen den Aufstieg und dann der Moment, ihr seht hier die Einhörner. Was tun die Einhörner dabei für die Erde und was tun sie für uns? Wie ich eben über die Seelenenergie und Seelenberührung gesprochen habe,
vom Seelenplan, vom Seelenweg, von der Seelenführung der Einhörner sind es auch die Lichtwesen, die uns in unserem Seelenaufstieg unterstützen. Also für mich ist der Aufstieg der Seelenaufstieg. Und der nächste Moment der Erklärung war der von Ashtar Sharan. Er hat mir ein Ei gezeigt, ja, als ein Beispiel. Und er hat gesagt, schau, ein Ei hat Schale, Eiweiß und Eigelb. Dein Körper, das ist die Eischale. Das Eiweiß ist deine Seele und das Eigelb ist dein heiliger, dein ewiger Geist. Nun machst du in deinem Körper diese Erfahrungen der Seele und nimmst die Informationen in der Seele, quasi im Eiweiß, auf und gibst sie dann in deinen Geist. Und das ist das erstmal, was da an Informationen reingeht. Das, was für immer bleibt, das, was wir mitnehmen, ist in unserem Geist. Nun machen wir diese Seelenerfahrungen im Aufstiegsprozess, nehmen all diese Informationen auf und es ist immer, also für mich ist es immer so ein Stückchen, ja, Erleuchtung, ja, wenn wir ein Thema, einen Moment erlebt haben und es verstanden haben, wenn man so einen Aha-Effekt hat, ja, und sagt, ach, so geht das, so funktioniert das. Das ist immer so ein Moment, sag ich mal, der Bewusstheit, den man mit in seiner Seele aufnimmt und der einen wieder reifen und wachsen lässt. Das ist für mich ein Aufstiegsprozess, ja, ein Entwicklungsprozess hin zu einem Moment, ja, wo das Eiweiß irgendwann zum Strahlen beginnt und immer heller, immer leuchtender wird und irgendwann die ganze Information, das Leuchten, das Strahlen in den ewigen Geist abgegeben hat. Die Einhörner unterstützen den Planeten. Ihr seht das hier auf dem Bild, wie sie die Erde umgeben, wie sie ja das Licht halten und erhöhen, sodass Lady Gaia wirklich die Möglichkeit hat, übergetragen von den anderen Planeten, planetaren Wesen, wieder in die höheren Dimensionen aufzusteigen. Und so sind die Einhörner wirklich auf allen Ebenen daran beteiligt, diesen Aufstieg für uns und für Lady Gaia zu generieren. Ja, ja, wunderbar. Auch dieses Bild finde ich sehr meditativ. Ich kann die Energie der Einhörner so spüren und wahrnehmen. Und da sind wir auch schon, du hast ja auch eine kleine Meditation für uns vorbereitet. Ja. Eine Meditation, deine persönlichen Einhörner. Ich glaube, wir werden heute noch einen Einhorn auf der energetischen Ebene begegnen können. Absolut. Das Allerschönste ist bei den Einhörnern, wie ich das eben schon gesagt habe, dass wir die Möglichkeit haben, ihnen auf der Ebene der fünften Dimension zu begegnen. Und auf dieser Ebene ist es uns möglich, ihre Aura, ihre Anwesenheit wirklich zu spüren und zu fühlen. Und das ist wirklich nur so bei den Einhörnern möglich. Und das ist ein ganz, ganz besonderes Geschenk. Und die Einhörner haben natürlich auch Namen, so wie Engel auch Namen haben. Und wir alle haben unsere persönliche kleine Einhornfamilie an unserer Seite. Das ist immer ein Einhorn im weiblichen Aspekt, eines im männlichen Aspekt und ein Einhornfohlen. Natürlich sind Einhörner androgyne Wesen, ja, aber sie zeigen sich in den jeweiligen Aspekten, um uns besser zu verstehen und unterstützen zu können. Ja. Sie stellen sich dazu für uns bereit. Ja, und ich möchte euch da einladen, wirklich in diese Energie einzutauchen mit den Einhörnern und die persönlichen Einhörner aus der Feinstofflichkeit zu uns an unsere Seite zu holen und ja, die Aura, die Energie des Einhorns wirklich zu spüren. Und dann werden wir die Energie auch in unseren Händen empfangen und sie an uns weitergeben, sodass ihr eine Energieübertragung eurer persönlichen Einhörner gleich erleben könnt. Ja. Ja, wunderbar, wunderbar. Was hat das eigentlich mit den Hörnern auf sich? Ja, dass dieses so ein, an der Stelle des dritten Auges, sage ich mal, jetzt so ein wunderschönes Horn nach vorn wachsen haben. Weißt also du was darüber? Ja, es ist ja kein Horn in dem Sinne, so wie es immer dargestellt wird. Es ist ja Licht, spiralförmiges Ah, okay. Licht.
ne, was aus dem Okay. dritten Auge herausströmt, in unterschiedlichsten Farben. Und darüber, über die Farbfrequenzen, senden sie uns halt auch die unterschiedlichsten Energien und Berührungen, das, was wir gerade benötigen. Ja. Da kann man wirklich ganz wundervolle Heilfrequenzen von den Einhörnern empfangen oder Berührungen oder der Einhornsegen ist etwas ganz, ganz Wunderschönes. Das möchte ich jetzt auch gleich in der Meditation euch erfahren lassen. Ja, da würde ich sagen, lass uns einfach mit der Meditation beginnen, Sehr wenn du gerne. möchtest. Sehr, sehr gerne. Also, ich lade euch ein, es euch so bequem wie möglich zu machen. Wenn ihr möchtet, schließt eure Augen für den Moment und atmet erstmal tief ein und wieder aus. Atmet tief ein und wieder aus. Stell dir vor, wie wunderschönes, violettfarbenes Licht, silberviolettfarbenes Licht durch deinen Scheitel in dich einströmt. Ganz wohlig, warm kribbelnd strömt das silberviolette Licht ein, fließt zu deinem Herzen und verbindet sich mit dir, mit deiner Energie. Strömt dann von deinem Herzen in deine Schultern, die weich und leicht werden. Von dort aus weiter in deine Oberarme, in deine Unterarme, in deine Hände, in die Finger und in die Daumen. Ganz wohlig, warm kribbelnd strömt das Licht von deinem Herzen aus abwärts durch deinen gesamten Oberkörper hinein in deinen Bauchraum. Von dort aus weiter in deine Hüften, in die Oberschenkel, in deine Knie, in die Unterschenkel, durch die Fußgelenke, hinein in deine Fußsohlen, bis in jeden deiner Zehen. Und jede Zelle deines Körpers ist nun von diesem wundervollen, silber-violettfarbenen Licht der Reinigung, Klärung und Transformation eingehüllt. Und ich rufe das Einhorn Alchemist, das Einhorn der Reinigung, Klärung und Transformation, zu dir an deine Seite und bitte ihn, dich jetzt mit seinem Lichthorn zu berühren. Und wir bitten gemeinsam um absolute Reinigung, Klärung und Transformation für dein gesamtes Energie- und Körpersystem durch die Einhornenergie. Vielleicht kannst du es spüren, fühlen, wie es durch dich hindurchströmt, dich klärt. Ganz wunderschöner Strom der Energien fließt durch dich hindurch. Und nun fühle bitte in dein Herz. Stell dir bitte vor, dass in deinem Herzen eine Rose erblüht. Die schönste Rose, die du dir vorstellen kannst, erblüht jetzt in der Mitte deines Herzens. Sie öffnet sich, entfaltet sich. Jedes Blatt entfaltet sich. Und sie beginnt, ihren Duft zu verströmen. Atme ihn ein. Atme den Duft der Rose deines Herzens jetzt tief ein und öffne somit ganz weit dein Herz. Ich bitte dich, sende aus deinem geöffneten Herzen einen wunderschönen, endlos langen Regenbogen aus. Nun folge mir durch dein Herz auf den Regenbogen. Wandle, schwebe entlang des Regenbogens. Es fühlt sich ganz leicht und frei an. Immer weiter und in der Ferne, am höchsten Punkt, siehst du Einhörner stehen. Ein großes, ein kleines. Und noch ein großes, eine Einhornfamilie wartet dort auf dich. Und du kommst ihnen immer näher. Und eine Welle der Liebe erfasst dich und trägt dich zu deinen persönlichen Einhörnern.
Siehe, wie Lichtfunken der Freude aus ihren Lichthörnern herausströmen zu diesem Moment eurer Begegnung des Wiedersehens. Begrüße deine persönlichen Einhörner. Dies ist ein ganz persönlicher Moment. Und ich bitte dich, wende dich als erstes dem weiblichen Einhorn zu. Berühre sie ganz sanft, schaue tief in die Augen und frage das Liebewesen nach seinem Namen. Über eure telepathische Verbindung wirst du jetzt ihren Namen erfahren. Vertraue dir und deiner Intuition. Und für einen Moment verschmilzt ihr gemeinsam in dieser eurer kraftvollen Verbindung. Dann löse dich und wende dich dem männlichen Einhorn zu. Berühre ihn, schaue ihm tief in die Augen und frage das liebe Wesen ebenfalls nach seinem Namen. Er berührt dich mit seinem Lichthorn an deinem dritten Auge, der Mitte deiner Stirn. Deine kräftige, dennoch sehr liebevolle Energie strömt zu dir, verbindet sich mit dir. Und du erfährst den Namen des männlichen Einhorns. Für diesen Moment verschmilzt ihr gemeinsam in dieser eurer kraftvollen Verbindung. Nun löse dich und wende dich dem kleinen Einhornfohlen zu. Wenn du magst, knie dich zu ihm herunter. Es kommt dir ganz nah. Streichle das liebe Wesen und frage das Fohlen ebenfalls nach seinem Namen. Mit seinem Mini-Lichthorn berührt es jetzt deinen Bauch, deinen Solarplexus. Deine ganz zarte, leichte, freudig kribbelnde Energie fließt zu dir, strömt zu dir, verbindet sich mit dir und mit deinem inneren Kind. Und du erfährst den Namen des Einhornfohlens. In diesem Moment richten das weibliche und das männliche Einhorn über euch ihre Lichthörner aneinander und lassen nun einen wundervollen Segen, den Segen deiner persönlichen Einhörner, zu dir herunterrieseln. Empfange den Segen für deinen Licht, für deinen Lebensweg. Siehe oder spüre die Lichtfunken, wie sie um dich herum tanzen, schweben, dich berühren, die Tiefe deiner Seele berühren, sich verflüssigen und wie heilender Balsam in deine Seelenwunden hineinfließen. Genieße diesen Strom der Liebe deiner persönlichen Einhörner. Lade sie ein, lade sie in dein Leben ein, lade sie ein, aus der Feinstofflichkeit mit dir an deine Seite zu kommen. Nun, geh deinen Weg zurück über den Regenbogen, zurück zu deinem Herzen, den du mit der Rose so weit geöffnet hast. Du schwebst und wandelst zurück über das Regenbogenlicht und die Einhörner folgen dir. Du gehst durch dein Herz zurück in deinen Körper. Die Einhörner kommen durch die Rose in dein Herz. Und du schließt die Rose wie zu einer frischen Knospe zusammen und somit die Einhörner in dein Herz. Lade sie aus deinem Herzen heraus ein, sich neben dir an deiner Seite zu manifestieren. Das weibliche Einhorn an deiner linken Seite, das männliche an deiner rechten Seite und das Fohlen kuschelt sich auf deinen Schoß. Spüre, wie sich ihre Energie um dich herum ausbreitet, dich einhüllt und dir ein tiefes Gefühl der Liebe geschenkt wird. Wir bitten nun gemeinsam unsere persönlichen Einhörner, ihre Energie zu empfangen. Öffne dafür deine Hände, lege sie, wenn du magst, auf deinen Schoß oder ganz entspannt auf deine Oberschenkel. Und wir bitten das weibliche Einhorn nun, unsere linke Hand
unser linkes Handinnenchakra, mit ihrem Lichthorn zu berühren. Und es geht sofort los, die Energieübertragung. Vielleicht könnt ihr das spüren, dass eure linke Hand anfängt zu kribbeln oder dass ihr Wärme spürt. Es fühlt sich so an, als würde sich eine Batterie aufladen, ja? Und die linke Hand wird dabei immer schwerer und schwerer. Fühlt sich an, füllt sich auf mit der Energie des weiblichen Einhorns. Ein wunderschönes Gefühl in deiner linken Hand. Und nun bitten wir das männliche Einhorn, unsere rechte Hand, das rechte Handinnenchakra, mit seinem Lichthorn zu berühren. Und spüre, wie die Energie in deine rechte Hand einströmt. Sie anfüllt, auffüllt. Vielleicht spürst du auch hier einen leichten Druck, ein Kribbeln, Wärme. Und deine rechte Hand wird immer schwerer und schwerer. Füllt sich an, füllt sich auf mit der Energie des männlichen Einhorns. So lange, bis du das Gefühl hast, beide Hände sind jetzt gleich schwer, befinden sich in Waage. Dann nimm bitte deine Hände und halte sie für den Moment wie eine Pyramide, wie ein Dreieck vor dein Herz. So kannst du das Energiefeld zwischen deinen Händen spüren und halten. Und nun beginnen sich die Energien weiblich und männlich zu verbinden, eins zu werden zwischen deinen Händen. So kannst du nun das Energiefeld der vereinten Einhornenergie in deiner linken Hand nehmen und auf dein Herz legen. Du nimmst die rechte Hand und legst sie auf deinen Bauch, auf deinen Solarplexus. Und lässt nun die Energie deiner persönlichen Einhörner, die vereinte Einhornenergie, zu dir strömen. Vielleicht spürst du, wie dein Herz sofort ganz warm wird, wie es durch deinen Körper hindurch fließt und strömt und sich somit die Energien in dir ausgleichen, wie die Energie weiblich und männlich wieder in Balance, in Einklang kommt. Es könnte sein, dass du das Gefühl hast, dass du dich jetzt auch dabei bewegst, so leicht hin und her schwankst. Das ist der Ausgleich der Energien. Genieße diesen Moment der Verbundenheit mit deinen persönlichen Einhörnern. Und du kannst die Energie einfach weiter zu dir strömen lassen. Und eines deiner persönlichen Einhörner kommt nun ganz nah zu dir. Wenn du möchtest, kannst du es einladen, dass es so nah wie möglich kommt. Und wir bitten das Einhorn nun, unsere Aura zu berühren, die Aura zu streicheln. Vielleicht kannst du spüren, fühlen, mit wie viel Liebe und Sanftmut das Einhorn deine Aura berührt mit seinem Lichthorn. Und du bist ebenso eingeladen, nun die Aura des Einhorns zu spüren. Du kannst gerne, wenn du magst, deine Hände nehmen und das Energiefeld vor dir ertasten, spüren. Vielleicht kannst du dort einen Widerstand oder Wärme fühlen. Kannst es einfach mal ausprobieren, kannst das Einhorn berühren, streicheln oder einfach nur deine Hände ebenso an die Aura halten. Das ist ein ganz besonderer Moment in der Verbindung mit dem Einhorn, die Aura des Einhorns zu spüren. Und in dieser tiefen Nähe hast du nun die Einladung des Einhorns, auch deine Stirn, dein drittes Auge an das Lichthorn des Einhorns anzulehnen. Und wenn du möchtest, kannst du deine Stirn leicht nach vorne sinken lassen und dein drittes Auge an das Lichthorn des Einhorns anlehnen. Auch hier könntest du Widerstand, Wärme oder ein Kribbeln spüren. Und das ist ein Moment tiefer Verbundenheit. Empfange über diese Berührung
deiner Stirn, deines dritten Auges, mit dem Lichthorn des Einhorns, deine persönliche Botschaft, Worte, Gefühle, ein Bild, ein Symbol, deines Einhorns an dich. Nimm dir einen Moment Zeit und genieße diese tiefe Verbundenheit und nimm die Botschaft des Einhorns an dich wahr. Worte, ein Gefühl, ein Bild oder ein Symbol, alles ist möglich. Dann bedanke dich bei deinem Einhorn. Bedanke dich von Herzen und lade es ein, immer an deiner Seite zu sein, auf deinem Licht, auf deinem Seelenweg, bei deinem Seelenaufstieg. Es wird gerne als dein Freund, als dein Begleiter immer an deiner Seite sein. Und wenn du möchtest, kannst du diesen tiefen Moment der Verbundenheit noch dafür nutzen, um mit dem Einhorn ein Erkennungszeichen zu vereinbaren. Du wirst nicht immer das Einhorn sehen oder wahrnehmen können, wie du es jetzt gerade tust. Bitte das Einhorn doch um eine Erkennungsberührung, ein Gefühl an deinem Körper, auf deiner Haut, was du mit der Anwesenheit des Einhorns verbinden kannst. Ihr lieben Einhörner, berührt uns bitte jetzt. Spüre nach, wo dich das Einhorn jetzt berührt. Und verbinde dieses Gefühl mit der Anwesenheit deiner Einhörner. Dann nimm einen tiefen Atemzug. Komme wieder ganz zu dir in deine Mitte. Atme tief ein und wieder aus. Bewege langsam deine Hände, die Finger, die Füße und öffne langsam deine Augen. Im Bewusstsein der Liebe der Einhörner, die immer an deiner Seite sind. Alle wieder da? Wenn ihr das Gefühl habt, ihr müsst euch erden, stellt euch bitte vor, wie Wurzeln aus euren Fußsohlen herauswachsen, die euch wieder mit Mutter Erde, mit Lady Gaia verbinden und euch wieder ganz ankommen lassen. Und diese Übung könnt ihr immer wieder intensivieren. Und wenn ihr den Moment jetzt hattet mit dem persönlichen Einhörnern, dass der Name nicht so präsent war, bittet sie vorm Schlafengehen nochmal darum. Einhörner arbeiten ganz viel mit uns auf der Traumebene und sie werden euch sicherlich im Schlaf besuchen und ihr werdet ihre Anwesenheit und ihren Namen spüren und wahrnehmen. Ja, vielen Dank für diese wundervolle Meditation. Ich bin mir sicher, dass viele was gespürt haben. Ich habe auch sehr viel Energie gespürt, Präsenz. Und ich habe mal den Chat angeschalten. Wenn du möchtest, kannst du auch gern deine Erlebnisse in den Chat schreiben. War eine wundervolle Reise, die Liebe. Der Einhörner war so stark wahrnehmbar. Die lieben Einhörner hat man, also ich habe sie spüren können. Ich bin mir sicher, dass das viele spüren konnten hier in dieser wundervollen Meditation. Ich sehe schon vom Feedback her, dass ja, viele die Intensität gespürt haben, sehr viel Einhörner sind ja die ganze Zeit bei uns hier in diesem Webinar dabei. Sie freuen sich, dass wir über sie sprechen. Die geistige Welt spricht immer davon, dass sie es gern haben, dass Menschen sich ihnen zuwendet und natürlich auch die Naturwesen und auch die Einhörner. Insofern ist das eine wunderbare Sache, dass wir ja, uns
den Einhörnern wieder annähern und uns bewusst öffnen für ihre Hilfe. Und diesbezüglich bin ich so froh, dass Melanie heute zugesagt hat und das wunderbare Webinar gehalten hat. Wir kommen da auch schon ans Ende. Ihr könnt gleich noch eine Frage stellen, wenn da Fragen offen sind. Wir haben noch eine Überraschung, also die Melanie hat eigentlich noch eine Überraschung für euch. Und zwar ist ja heute ihr erstes gemeinsames Webinar mit mir. Und sie wird jetzt auch bald in ihrer eigenen Akademie Webinare halten. Und zwar am 8.12., also in 14 Tagen in etwa, findet das erste Webinar statt von der Melanie. Eine Meditation, eine Lichtreise zum Tempel der Gnade mit der Meisterin Kuan Yin und dem Einhorn Aurora. Und dieses Webinar ist kostenlos und du kannst dich auch jetzt schon anmelden. Hat heute Abend auch noch Zeit und morgen, denke ich, 19 Uhr. Du bekommst, wenn du hier in dieser Veranstaltung dabei bist, dich angemeldet hast, bekommst du auch den Link von mir in den nächsten Tagen zugeschickt. Und ich denke, dass die Melanie auch in ihrer E-Mail-Liste das Webinar ankündigt und auf ihrer Facebook-Page. Ja, sehr gerne. So viel erst einmal. Ja, also ein... Wenn du mehr Energien erleben möchtest, dann kann ich es dir nur ans Herz legen. Am 8.12. spricht die Melanie nochmal mit über Einhörnern, mit Einhörnern. Und ich denke, das wird ein ganz, ganz spannendes Webinar. Wenn ich Sind das nur denn kurz schon sagen Fragen? Darf, der Natürlich. 8.12., der 8.12. ist ein ganz besonderes Datum. Deswegen habe ich auch diesen Moment und dieses Thema gewählt. Am 8.12. beginnt das heilige Jahr der Gnade. Und es gibt ganz wenige Gnadenjahre, die ausgerufen werden. Und die Meisterin Kuan Yin und das Einhorn Aurora, das sind die Energien, die Lichtenergien der Gnade und Barmherzigkeit. Und ich möchte in diesem Moment der Meditation einfach in die Energien einstimmen, in dieses Gnadenjahr der Meisterin Kuan Yin, die Bodhisattva Avalokiteshvara ist, die das Mitgefühl aller Buddhas in sich trägt. Also ein wunderschöner Gnadenstrom. Freue ich mich, wer gerne dabei sein möchte. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin mir sicher, dass viele kommen werden und teilhaben werden an diesem wunderbaren Event. Ich freue mich. Ich habe sehr viel Energien wahrnehmen können heute schon das ganze Webinar über, aber jetzt natürlich auch bei der Meditation und habe mich den Einhörnern noch nie so nah gefühlt. Ja. Schön. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Falls manche Tonunterbrechungen hatten, das tut mir leid, das Webinar ist aufgezeichnet und es wird ab morgen auf meinem YouTube-Kanal erscheinen, beziehungsweise auf meiner Webseite poste ich es. Die Melanie wird es sicher auch noch auf ihrer Seite posten. Und zwar, wenn manche Probleme haben mit dem Ton, wenn sehr viele da sind und wenn Leute dann einen schlechten oder einen alten PC, besser gesagt, oder eine schwache Internetleitung haben, dann kann es manchmal sein, dass der Ton hakt. Aber wie gesagt, bei uns ist alles gut gelaufen. Das heißt auch, dass die Aufzeichnung gut sein wird. Ich empfehle dir sonst einfach nochmal die Aufzeichnung dir anzuschauen. Ich schicke dann auch nochmal zu mit der Einladung zum 8.12. auch den Link zur Aufzeichnung, damit du das Webinar von heute nochmal dir anschauen kannst, wenn du das möchtest. Es lohnt sich auf jeden Fall. Viele, viele, viele Infos über die Einhörner haben wir heute bekommen. Auch eben Aufstiegsinformationen. Es war ein ganz spannendes Webinar. Hast du in den Chat mal reinschauen können? Ist da eine Frage aufgetaucht? Ich habe da sehr, sehr viel. Ich glaube, soweit ist eigentlich da nichts groß. Wer noch Fragen hat, ihr könnt mich auch gerne auf Facebook anklicken und fragen. Dort können wir auch persönliche Momente besprechen, gerne, wer das mag.
Ja, Hier kommt wunderbar, gerade eine Frage: Sind wunderbar. Einhörner immer weiß? Sehe ich gerade. Nein, das sind sie nicht. Sie zeigen sich in unterschiedlichen Farben. Ich persönlich nehme sie in weiß, braun und in schwarz wahr, aber es gibt auch andere Menschen, die sie farbig wahrnehmen. Ich sehe immer den Unterschied in den Lichtfarben bei den Hörnern, ne? Wenn sie das aussenden. Okay. Also in den unterschiedlichsten Farben erscheinen. Die sind ja Lichtwesen und Licht kann Ja. natürlich all viel eine große Alle, ja. Breite ja am Farbspektrum annehmen. Ja. Insofern ja. Da ist wirklich alles möglich. Okay. Ja, wunderbar. Ich sehe schon, jetzt sind wir schon drüber 10 Minuten, aber ich glaube, das passt. Ja, ich danke dir, Melanie, dass du heute Zeit hattest und am Webinar mitgemacht hast. Ich freue mich, dass du dabei warst und es war wirklich sehr, sehr, sehr spannend. Vielen Dank auch für deinen persönlichen Einblick. Ich denke, dass das auch vielen anderen hilft. Ja, die Erfahrung, die eigenen Erfahrungen sind insofern auch immer spannend, dass man das selbst Ja. mit dem eigenen Leben irgendwelche Parallelen entdecken kann und dann so sieht, dass wir doch irgendwo alle ähnliche Erfahrungen machen, durchmachen. Insofern vielen Dank, dass du da so einen großen Einblick in deine persönliche Geschichte uns gegeben hast, aber auch in die geistige Welt, in die Welt der Einhörner. Ich denke, dass heute vielen, ja, viele ja persönliches Einhorn erlebt haben, aber auch natürlich viel Wissen über die Welt der Einhörner gewonnen haben. Vielen, vielen Dank dafür. Ich sage danke von Herzen, danke an euch alle, dass ihr euer Herz für die Einhörner geöffnet habt. Und wie gesagt, ich bin jetzt gerne auch immer öfter auf Sofengo und werde hier noch weiter über die Einhörner berichten. Danke, Robby, von Ja, Herzen. super. Ja, gerne. Ich danke dir, Melanie. Ich danke euch, dass ihr zugeschaut habt. Ich danke dir, dass du zugeschaut hast. Ich freue mich, dass du dabei warst. Wie gesagt, die Aufzeichnung gibt es dann in 1, 2 Tagen. Und ich wünsche euch schon mal ein schönes Wochenende. Und wir sehen uns, hören uns bald wieder. Und ja, am 8.12. seht ihr dann Melanie auch in ihrer Akademie mit Ihrem spannenden Webinar. Insofern habt eine schöne Zeit. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, für euer Vertrauen. Es war mir eine große Freude, heute mit Melanie dieses spannende Webinar zu halten. Vielen Dank dafür. Alles Liebe euch. Tschüss, bis bald. Danke. Macht's gut. Tschüss. Ciao.